Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Build Redstone Freizeitpark. Ja, ich habe ja in der letzten Folge das Boxenlager gebaut und habe ein bisschen offscreen ein bisschen was gebaut. Und zwar hier endlich Boxenlager. Boxenlager. Und kommt hier rein und holla. Also ich sag, finde es ist schön. Schön designt mit ein paar Bildern. Und es funktioniert. So, nehmen wir 8 hiervon. Sehen wir hiervon. Blockieren wir mal. In Box 1 machen wir 5 Holzplanks. Ja, man sieht nicht, was gerade unten passiert. In Box 2 kommt die 8 lila Wolle. Naja, man sieht nun, Box 1 ist blockiert. Box 2 ist ebenfalls blockiert. Mhm. Und hier liegt irgendwo ein Fehler vor. Holla, Technik. Bleistifte. Wenn ich hier jetzt Blöcke reinwerfe. Die lila Wolle jetzt nicht. Mitkommen ist. Das ist jetzt auch nicht. Das war Box 2. Ja, das ist wirklich hier schnell. War ich jetzt mit drauf schuld. Ja, das ist komisch. Das war ich, weil hier so alles mit reinrutscht. Dann machen wir das so. So und so und so. Und das machen wir auch nicht so. Sondern so und so und so. Immer noch mit drin. Ja, das ist jetzt ärgerlich, warum das jetzt nicht so funktioniert, wie ich will. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Warum mal jetzt mal zum Test bei Box 3? Müsste ja jetzt ein bisschen länger dauern. So. Wird hier gut entladen.
einfach was das, dass die alte Items, die Items einfach so durch. Warum kriegt der Knall? Sagt mal, hier Box 3 ist noch frei. So, hier die Fehler. Warum sagt er, dass mir Box 3 frei ist? Warum? So. So. War ich durch meine Renovierungsarbeit, dass da ein bisschen was kaputt gegangen ist. So, es geht hier noch. Ja. Hier fehlt der Knall. So, und ne, was wird so? So, mal. So, und so. Ne, jetzt sind noch alle drei an. Also ich muss sagen, so designtechnisch ist alles in Ordnung. So. Und zwar. So, jetzt ist die Überbelastung. Hoppa. Ich habe schon ausprobiert. Ja, hier. Nur noch so Feinschliffe, dass man, wenn man so guckt, dass man schnell die Wand sieht. Ja, das System rattert jetzt. Hoppa. System eigentlich zwei neu. Ja, hat alles gut. System ist idiotensicher. Was wir immer so schön finden, ist hier bei großes IMS. Oh. Ja gut, ich kann es. Also so wie ich das hier so designt habe, das ist glaube ich mal beste Designarbeit jetzt hat. Das hier. Ja. Und jetzt brauche ich euch. Und zwar, ich weiß nicht wie, aber schickt mir mal ein paar Welten, wo ihr am besten mal eine Raumschiffsbasis baut. So Echo-Basis oder so. Also ein bisschen future-mäßig was baut. Weil ich habe keine Idee, was ich da für eine Basis baue. Könnt ihr ja mal vielleicht helfen? Oder ich lade auch mal eine ein von euch, wenn ihr es wollt. Und er hilft mir. Ja, hier hinten wird so lang bald wüssten, wie es so sein.
mein Bahnhof. Ja, also das war mal gezeigt, das Boxenlager jetzt. Vielleicht mache ich sogar mal ein Tutorial dazu. Aber ich bin mies, erkläre. Durch diesen dunklen Tunnel. Gut, das wird ja nicht der Standestunnel sein. Haltet mindestens an 3 Punkten. Ja, und was ich da als Problem ist bei dem Springbrunnen, da sterben wir eigentlich die ganze Squids. Und so später, was ich da fabriziert habe. Also schwimmen mal die ganze Squids da rum. Ja, und hiermit verabschiede ich mich von euch wieder. Und sag bis dahin. Tschüss.